Herzlich willkommen zu unserem neuen Video zum Woloholika-Kall, dem Tuch Ein Tag am Meer. Heute stricken wir, wie schon erwähnt, den letzten Kall, also den Abschluss in Rot. Quasi das Meer, das in den Sonnenuntergang übergeht und noch Wellen bereithält. Diesmal ist es ein kleiner Mustersatz mit Lochmuster. Allerdings musst du hier keine Angst haben, denn dieser Mustersatz entspricht fast dem Mustersatz, den du schon bereits kennst und wir über viele, viele Reihen schon gemeinsam gestrickt haben. Aus KFB wird einfach nur ein Umschlag, eine Masche rechts. So, vorab möchte ich noch schicken. Woloholika ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Wir haben einen Online-Shop, den du im Internet unter www.woloholika.de findest. Die verstrickten Garne stammen selbstverständlich aus unserer eigenen Manufaktur. Dieses Video könnte man als Werbesendung verstehen. Du siehst Stricknadeln beispielsweise, die haben wir natürlich nicht selber hergestellt, sondern die habe ich gekauft. Vorab schicke ich dir auch noch die Maschenanzahl. Du hast jetzt insgesamt 437 Maschen auf der Nadel. Eine ungerade Zahl, denn wir haben ja eine Mittelmasche. Das bedeutet, auf jeder Seite bis zur Mittelmasche, das ist diese Masche, hast du 218 Maschen, na, auf dieser Seite des Tuches und auf dieser Seite des Tuches plus die Mittelmasche ergibt rein rechnerisch 237 Maschen. Da der Mustersatz über 24 Maschen geht, wie wir das ja schon kennen, habe ich mir vor diesem Video mein Tuch, mit dem ich euch vorstricke, wie folgt eingeteilt. Ich habe Maschenmarkierer eingehängt und zwar bin ich so vorgegangen, dass ich die Randmasche gezählt habe und dann nach 24 Maschen ein Maschenmarkierer eingehängt habe. Na, die Randmasche ist 1 und dann beginnt der Mustersatz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24. Das ist der erste Mustersatz. Wir stricken, ich habe das schon komplett vorbereitet, wie du siehst, wir stricken 9 Mustersätze bis eine Masche vor der Mittelmasche. Dann kommt eine Masche, die Mittelmasche, eine Masche und dann beginnen wieder die Mustersätze. 9-mal bis zur Randmasche. Jetzt habe ich natürlich meine Masche da reingefädelt. Vor die Randmasche habe ich jetzt noch keinen Maschenmarkierer eingehängt. Das mache ich aber gleich, weil wir generieren ja Zunahmen. Damit ich dann ganz genau weiß, wo der Mustersatz anfängt, weil wir die Mustersätze bis zum Abschluss I-Cord stricken, weiß ich immer genau, wo ich bin. So, jetzt drücke ich eben mal auf Pause und hole mir noch 2 Maschenmarkierer. So, und bevor wir jetzt loslegen, erzähle ich dir noch, wie genau dieses Abschlussmuster funktioniert.
Und zwar der Mustersatz. Der Mustersatz geht über 24 Maschen. Das bedeutet, 4 mal zwei Maschen zusammenstricken, 8 mal ein Umschlag, eine rechts, 4 mal zwei Maschen zusammenstricken. Das ist der Mustersatz über 24 Maschen. Den stricken wir 9 mal bis zur Mittelmasche und dann 9 mal zur Randmasche. Also haben wir 18 Mal den Mustersatz zu stricken auf einer Reihe. Und der Mustersatz geht über 4 Reihen. Ich erzähle dir das auch einmal, schreib das aber in die Infobox unterhalb des Videos. Und zwar, die erste Reihe strickst du die Anzahl der Mustersätze, also 9 Mal von der Randmasche bis zur Mittelmasche und von der Mittelmasche bis zur Randmasche. Auf der Rückreihe strickst du alle Maschen rechts, die Mittelmasche aber links. Die dritte Reihe, das ist wieder eine Vorderseite, eine Reihe auf der Vorderseite, das strickst du alle Maschen rechts. Denkst aber auch an die Zunahmen nach und vor der Randmasche und vor und nach der Mittelmasche. Und bei der vierten Reihe, das ist wieder eine Rückreihe, da strickst du alle Maschen links. So, wir stricken jetzt einen Mustersatz gemeinsam. Und zwar die Randmasche. Nach der Randmasche kommt ein Umschlag. Ich hänge den Maschenmarkierer um. Jetzt kommt 4 mal zwei Maschen zusammenstricken. Oder zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ich stricke da meine Maschen anders draufhängen, stricke ich die natürlich etwas anders zusammen. So, 3, 4. Jetzt kommt anstatt dem 8-mal KFB, kommt jetzt 8-mal ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Jetzt müssen bis zum Maschenmarkierer noch 4 Maschen auf der Nadel sein. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na klar, sind 8 Maschen drauf. Oh, Frau Schlau wieder, der Herzklabaster gekriegt. 4 mal 2 Maschen zusammenstricken und dann geht sich das bestimmt auf. 1, 2, 3, 4. Jawohl, ja, das geht sich aus. So, jetzt stricke ich mit dir noch einen Mustersatz. Also, 4 mal 2 Maschen zusammenstricken. 1, 2, 3, 4 und 8 mal ein Umschlag und eine Masche rechts. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 und 4 mal 2 Maschen zusammenstricken. 1, 2, 3, 4 und der zweite Mustersatz ist fertig. Das machst du jetzt 9 Mal insgesamt, bis wir uns vor der Mittelmasche wiedersehen, beziehungsweise eine Masche vor der Mittelmasche. Bis gleich. So, ich habe 9 Mustersätze jetzt gestrickt. Heb den Maschenmarkierer ab. Jetzt habe ich eine Masche vor der Mittelmasche. Ich stricke diese Masche rechts, mache meine Zunahme vor der Mittelmasche, meine Mittelmasche, meine Zunahme nach der Mittelmasche, eine Masche rechts
Und jetzt beginnt wieder der Mustersatz. Viermal zwei Maschen zusammenstricken. Drei, vier. Dann kommt achtmal ein Umschlag, eine Masche rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und viermal zwei Maschen zusammenstricken. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt strickst du, ein Mustersatz haben wir ja schon gestrickt. Ich muss mal eben alles zurechttüdeln. Insgesamt nach der Mittelmasche neunmal den Mustersatz. Also einen haben wir ja schon gestrickt. Jetzt kommen noch achtmal der Mustersatz und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich den neunten Mustersatz gestrickt. Ich mache den Maschenmarkierer wieder auf die andere Seite, mache den Umschlag vor der Randmasche, stricke die Randmasche und wende. Dieses Tuch ist übrigens ein Design von Sigrid aus Bremerhaven. Wir bedanken uns recht herzlich für das zur Verfügung stellen oder für die Anleitung, die wir für den Karl verwenden dürfen. So, die zweite Reihe dieses Mustersatzes. Jetzt stricken wir quasi kraus rechts. Wir machen eine Wellenbewegung. Wir stricken alle Maschen rechts von der Randmasche bis zur nächsten Randmasche und nur die Mittelmasche, die wir ja weiterhin betont stricken, die stricken wir links. Also. Randmasche, den Umschlag. Sigrid strickt den ja immer nicht verdreht. Ich verdrehe den ja immer. Und jetzt stricken wir alle Maschen rechts. Die Maschenmarkierer, wenn du welche gesetzt hast, die heben wir natürlich ab. Die Umschläge im Mustersatz, die stricken wir nicht verdreht ab, wie ich gerade nach der Randmasche. Die stricken wir einfach so ab, dass ein kleines Löchlein entsteht. Soll ja ein Lochmuster werden. So, ich stricke den ersten Mustersatz mit dir. Also die ersten 24 Maschen quasi vom ersten Mustersatz mit dir gemeinsam. Und dann drücke ich auf Pause und du kannst die folgenden nur 18, 17 alleine stricken, Maschenmarkierer auf die andere Nadel und los geht's. Wir sehen uns gleich wieder. So, die zweite Reihe, Entschuldigung, die zweite Reihe des Mustersatzes haben wir beendet. Jetzt kommt wieder die Vorderseite. Und hier stricken wir einfach rechts. Wir denken aber an die Zunahmen nach der Randmasche. Vor und nach der Mittelmasche und am Ende der Reihe vor der Randmasche. Strick du deine Reihe, wir sehen uns gleich wieder. So, die dritte Reihe des Mustersatzes, die Vorderreihe ist gestrickt. Jetzt kommt wieder eine Rückreihe. Und diese Rückreihe, bei den Rückreihen gibt es ja keine Zunahmen. Wir stricken die Randmasche. Alle links und die Randmasche. Das ist schon das Geheimnis dieser Reihe. Du strickst deine Rückreihe, die letzte Reihe dieses Mustersatzes und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, ich habe jetzt die Rückreihe gestrickt. Jetzt kommen wir quasi wieder zur Vorderseite. Diesen Mustersatz über vier Reihen strickst du noch über ganze 24 Reihen. Das heißt 24, 4,
Vier Reihen haben wir schon gestrickt. Den Mustersatz stricken wir in die Höhe über 28 Reihen. So, ich glaube, ich habe mich jetzt verhaspelt. Der Mustersatz über 24 Reihen stricken wir über 28 Reihen. Vier Reihen haben wir schon, also nur noch 24 Reihen. In Mustersätzen ausgedrückt, in diesem Abschnitt stricken wir 8 Mustersätze nach oben, ein Mustersatz über 4 Reihen haben wir schon, also nur noch 7-mal den Mustersatz. Abketten tun wir mit einem Eikord mit 2 Maschen. Da wir inzwischen im Vergleich zur Anleitung ein paar Maschen mehr auf der Nadel haben und in der Anleitung steht, wir haben ja 9 Mustersätze in der Reihe nacheinander bis zur Mittelmasche gestrickt, steht 8 Mustersätze. Ich behalte das bei, weil wir haben jetzt mit dem einen Mustersatz nur 2 Maschen zugenommen. Das ist verschwindend. Ich zeige dir das mal an dem Originaltuch von Sigrid. Sigrid hat über 8 Mustersätze gestrickt. Wir haben ja mehr Maschen auf der Nadel. Sie hat dann manchmal Mustersatz. Ich muss das so umdrehen. Warte mal. Sie hat dann manchmal 2 Maschen zusammengestrickt und einen Umschlag gemacht. Hier so angedeutet. Ich lasse das so, weil der Mustersatz, diese Wellenbewegung, die ist ja kraus rechts. Das stricken wir ja auch an diesem glatten hier. Hat sie auch glatt gestrickt. Also rechts keine Zunahmen. Da geht die Wellenbewegung aus. Ich lasse das so. Du musst dann selber entscheiden, ob du hier mal eine Zunahme oder eine Abnahme machst. Das ist verschwindend gering. Hier hat sie im Anschluss keine Zunahmen gemacht. Mehr Zunahmen werden wir auch nicht haben. Oder viel mehr Zunahmen werden wir auch nicht haben. Abgekettet hat sie das Originaltuch mit einem Eikord über 2 Maschen. Da ich mit meinem Blau an meinem Tuch ich verwende ja ein Garn mit 400 Meter. Ich stricke ja mit der High Twist, nicht mit Sockenwolle über 420 Meter, wie aus dem Garn, aus dem Sigrid gestrickt hat, hatte ich 60 oder knapp, hatte ich 60 Meter mehr gebraucht. Ich hatte ja nur noch so einen klitzekleinen Rest übrig. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Rot ausreichend ist für ein Eikord. Ich lasse das auf mich zukommen. Sollte ich nicht ausreichend Garn haben, um den Eikord in Rot dran zu stricken, dann kette ich entweder mit rechts ab oder ich mache einfach ein Eikord mit Weiß an die Kante. Ja, und das war's auch schon. Solltest du nicht wissen, wie man mit dem Eikord abkettet, dann schau einfach bei YouTube hier, Abketten mit Eikord, da findest du ganz viele Anleitungen, Videos, wie man mit einem Eikord abkettet. Empfehlen möchte ich dir, aber ganz locker abzuketten. Am besten nimmst du eine Nadel, eine andere Nadelstärke, die eine halbe Nadelstärke größer ist. Dann bleibt das schön locker. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir ganz viel Spaß bei dem letzten Teil dieses Woloholiker-Kals, ein Tag am Meer, dem Tuch, ein Tag am Meer. Danke.